In der Bibel steht geschrieben, lasst uns Gutes tun an jedermann, besonders aber an unseren Glaubensgenossen. Und was tun wir? Was tut die Bundesregierung? Deutschland will das Elend der Welt in Deutschland retten. Und während reiche arabische Staaten jegliche Solidarität vermissen lassen, nimmt Deutschland Millionen von Muslimen auf. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Nastic, ein Wort an Sie. Die Partei, die einen Schießbefehl herausgegeben hat, war die SED, die sich heute Die Linke nennt, Ihre Partei. Ja, mit der Verfolgung, Vertreibung und Ermordung von Christen in muslimischen Staaten findet seit Jahren eine ethnisch-religiöse Säuberung statt. Und das christlich geprägte Europa schaut zu. Dies ist eine Schande, meine Damen und Herren. Die Reaktionsmuster sind immer die gleichen, wie auch nach islamistischen Anschlägen in Deutschland. Auf Trauer und Empörung folgen Appelle an das friedliche Miteinander der Kulturen. Während die orientalischen Christen sich zu ihrem Glauben auch in Bedrängnis bekennen, findet in Europa eine Abkehr vom christlichen Glauben statt. Hier in Deutschland werden Kreuze aus öffentlichen Gebäuden abgehängt. Und selbst die Oberhirten der beiden deutschen Amtskirchen haben in Jerusalem ihr Kreuz abgelegt. Welch ein trauriges Signal, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin von den Grünen? Ja, ist meine erste Rede, aber trotzdem, ich lasse die zu, trotz meiner ersten Rede. Bitte schön. Oh, ich wusste nicht, dass es Ihre erste Rede ist. Also. Ja. Moment. Gut. Das öffentliche Bewusstsein für das Schicksal der verfolgten Christen zu schaffen, ist wichtig. Und ich erkenne den Einsatz von Volker Kauder hier ausdrücklich an. Es müssen jedoch auch konkrete Maßnahmen folgen und Konferenzen, das reicht nicht. In der Bibel steht geschrieben, lasst uns Gutes tun an jedermann, besonders aber an unseren Glaubensgenossen. Und was tun wir? Was tut die Bundesregierung? Deutschland will das Elend der Welt in Deutschland retten. Und während reiche arabische Staaten jegliche Solidarität vermissen lassen, nimmt Deutschland Millionen von Muslimen auf. Das ist nur scheinbar christlich. Damit übernehmen wir uns in unserer nationalen Überheblichkeit und lösen keine Probleme, sondern schaffen neue, sodass auch hier Christen und Juden, wie erst gestern hier in Berlin, von Muslimen drangsaliert werden. Während die orientalischen Christen, die keine Fluchtmöglichkeiten in der Region haben, alleingelassen werden. Die völkerrechtswidrigen Interventionen der USA und ihrer Verbündeten im Irak, in Libyen und aktuell Syrien haben die Länder erst recht destabilisiert und die Lage der Christen verschlimmert. Ich fordere die Bundesregierung auf, setzen Sie sich für einen Stopp der völkerrechtswidrigen Intervention gegen Syrien ein. Stoppen Sie die Waffenlieferungen aus Deutschland in Länder, in denen Christen verfolgt werden. Das gilt auch für die Türkei. Setzen Sie sich für Wirtschaftssanktionen gegen Verfolgerstaaten ein. Herr Kollege, auch wenn es Ihre erste Rede ist. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit.